Wie kommt der eigentlich auf Haselnuss bei Plixton? Rotlichtsimulator? Brezel? Es ist 2 Uhr. Ich weiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederick. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. Also irgendwie ist das Spiel aber schon so. Was? Na, wo hast du diese versteckt? Schmutzigen Filmchen, hallo? Ich weiß nicht, wovon du redest. Da ist nur der Alkohol drin. Ich weiß, wo du nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Was der Clown nicht alles weiß. Vielleicht ist es ja auch eine Unbekannte. Und nicht der Unbekannte. Durch Nightfall. Das ist aber schön, dass du dort das Spielzeug gefunden hast. Spielst du das denn auch selber? Oder hast du das vor? Oder findest du das nur lustig, den Leuten beim Schrecken zu gucken? So, den haben wir, den haben wir. Heute hat ein Bote ein Dreirad für Mike gebracht. Weißt du, von wem das kommt? Vielleicht von einem der Eltern aus der Schule. Das Dreirad. Ich hoffe, du hast das nicht von unserem Urlaubsgeld genommen. Frederik, alles klar. Frederik, ich weiß, wo du deine schmutzigen Filmchen versteckt hast. Komm, wir gehen jetzt mal hinter. Da, wo das Dreirad ist. Hey. Siehst du, es hat sich bewegt, ne? Das ist weiter vorne, oder? War es nicht sonst hier gewesen? Ich habe schon 10 Streichhölzer. Habe ich denn 10 Streichhölzer? Wärst du noch weiter, wenn ich... Ja, nu? Hier kann ich nichts aufmachen. Das kann ich nicht nehmen, kann ich nicht fahren. Oh. Ich bin jetzt aber echt immer ein bisschen wackelig, gell, wenn ich die Türen aufmache. Weil irgendwie gibt es schon ein bisschen gruselig rüber. Das ganze Spiel. What? Es wird immer schlimmer. Es wird einfach immer schlimmer. Empfindet ihr das beim Zusehen genauso? Ich würde es gern selber spielen, aber mein Laptop ist leider zu schwach dafür. Ach so.
Möchtest du weiterspielen? Nein, um Gottes Willen. So, warte mal. Also, den haben wir auch. Zünden wir mal auch an. Ich weiß nicht, ob hier nochmal irgendwas ist, ob wir da immer wieder reinkommen müssen oder nicht. This is the big question of the question. Den haben wir auch. Er kommt wieder. Gar nicht. Doch. Hallo, Sie sollen weiterfahren. Steht auf dem Zettel geschrieben. Dankeschön. Siehst du, klappt doch. Oh nee, der bleibt stehen. Hallo, Sie müssen weiterfahren. Schon da. Ich sehe das schon. Nee, finde das Spiel nicht schlimm. Schon nur rechts unten. Danke. Was machst du denn, wenn ich nicht mit? Facecam spiele? Okay, irgendwas, irgendwo müssen wir da, irgendwas will er mir sagen, oder? Müssen wir vielleicht nochmal hochgehen? Möglicherweise, oder? Hinten. Warte mal, so. Okay? Ist es okay? Oh nein! Oh nein! Okay, ich habe mich gerade richtig. Ich auch. Ich habe die Maus so verzogen. Es tut mir leid, ich habe das echt nicht. Ich wollte es eigentlich nicht verziehen, damit ihr was seht. Aber es tut mir leid, ich konnte nicht anders. Dann klebt er sich unter diesem Bild. Gleich wieder da. Gute Idee, Terry. Das war echt eine gute Idee. Hätte ich mein Spiel, wo sich Petey erschreckt. Aber was ist jetzt? Vielleicht ist hier jetzt was? Nee. Ich glaube, ich spiele einfach gar nicht mehr weiter. Hey. Ein Zettel. Dreirad, made in USA bei Bikes for Kids. Gekauft am 3. November 1969 im Smith & Sohn Biker Store. $79,99 inklusive Steuern mit kostenlosem Lieferdienst. Persönlicher Gruß des Käufers. Hier ist das Dreirad, das du dir gewünscht hast, Mike. Viel Spaß damit. Ich liebe es, Kinder zum Lachen zu bringen. Mit besten Grüßen. Ein fröhlich grinsender Freund. PS.
Wenn du Lust hast, drehen wir bald unseren gemeinsamen Film. Dein Dreirad kannst du natürlich mitbringen. Sag mal, denkt ihr da auch immer zweideutig komisch? Oder nicht? Diese Clips Oscar verdächtig. Oh. Cyber DJ. Hi, servus. Ja. Mach mich echt fertig. Muss Frau Blixdonne mich wieder runterholen später. Noch 3,5 Stunden. Bis zum Tagesanbruch. Okay. Neue Runde, neues Glück. Ja, es wird wirklich immer gruseliger. Also ich muss sagen, sehr, sehr gutes Spiel. Ihr müsst es alle spielen. Wobei, ihr kennt es jetzt schon, die Schreckmomente. Das wäre ein klein wenig unfair eigentlich. Aber okay, okay. Das macht nichts. Aber die Schreckmomente, die könnt ihr ja im Nachhinein auch nochmal auf YouTube anschauen. Ich lade es ja immer schön hoch, alles. Da habe ich da die Puppen. Bin ich vielleicht eine Näherin? Was hat das eigentlich mit der Puppe auf sich? Zeigt ihr immer irgendwo hin, oder? Boah, immer wenn ich lockerer werde, dann passiert was. Deswegen, ich bin jetzt nur noch unter Anspannung. Hallo, Jerry. Das Kinderzimmer finde ich aber auch ganz schön gruselig. Hat es voll nach einer Kette oder so geklungen. Oder nicht? Doch, ne? Ah, sehr gut. Das war die Kette, die ich gesehen habe. Oder gehört habe, besser gesagt. Okay. Was müssen wir denn hier jetzt machen? Oh, eingesperrt mit 2 Puppen, super. Lachst du mich aus? Du kleines, du. Was ist das denn? Was müssen wir denn da bitte machen? Müssen wir denn die richtige Reihenfolge finden oder was? Aber wie finden wir das?
Ja, zweideutig, den hat mehr Spaß im Leben. Den Erschreck habe ich schon mitbekommen, ja super. Ich dachte auch, sie sagt immer. Terry, achso, Jerry. Da das drauf drücken, wo es leuchtet. Da kann ich nicht drauf drücken. Ich kann nur hier drauf drücken. Aber ich kann auch nicht immer drauf drücken. Aha. Oh nein, ich bin falsch, ne? Hallo? Muss ich nochmal machen. Muss mich konzentrieren, sorry. Kann sie zu Ende sein? Oh Gott. Nein, jetzt bin ich wieder falsch. Schade. Muss ich das immer wieder von neu machen? Leco mio. So, Alex, wann kann ich endlich zu dir ziehen? hier rein. Wann du möchtest. Aber die Türen gehen leider nicht auf. Leider, es tut mir total leid. Okay, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren. Geht immer noch nicht auf, okay. Pass auf. Grün. Blau, gelb. Ihr müsst mir jetzt gleich helfen, ne, wenn es so viel ist. Rot, gelb, gelb, rot. Grün, blau, gelb, gelb, grün.
War schon wieder falsch. Kruzifix. Das geht endlos. Das Spiel hat übrigens nichts mit dem Event zu tun. Ach so. Die Haustür ist aber auf. Also meine Haustür. Bitte was? Nein, meine ist auch ganz, ganz verschlossen. Ach so, das hat nichts mit dem zu tun. Aber wie komme ich dann wieder hier raus? Ich dachte, ich muss da das dann. Nee, nicht, oder wie? Hat das wirklich nichts mit dem zu tun, aber wie komme ich denn dann wieder da raus? Kann ich hier drüber hüpfen? Kann ich auch nicht. Hallo? Ah! Willst du mir da was sagen oder wie? Einer steht. Was muss ich denn da jetzt machen, ne? Muss ich das jetzt mitzählen, oder was? Guck mal gegenüber. Ah ja, danke. Aber muss ich da dann jetzt zählen, oder was muss ich da machen? Leuchte mir mal nochmal. Keine Ahnung, was ich machen soll. Oder sehe ich da irgendwas dann, wenn die mich anstrahlen? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei Kartoffelbrei. Erstmal 3, dann 6, aber was soll das heißen? Das Leuchten nachmachen. Okay, das kann man so zeigen. Was denn dann? Lichtspiel.
Okay. Ist jetzt offen? Ja, oh Gott sei Dank. Also zumindest würde es keinen Sinn ergeben. Du, ich habe keine Ahnung. Die Kinder versuchen, mit einer Taschenlampe auf sich aufmerksam. Mehrere Minuten. Vergeblich. Im Haus gegenüber. Nachbarn verreist. Oh. Das heißt, Hilfe, ich bin in meinem Spiel The Night voll gefangen. Ja, boah, super. Hey, danke, Schnucki. Danke, danke.